Im vergangenen Jahr ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben, Irmgard Sander. Ihr Leben lang hat sie sich der Kunst gewidmet. Zahllose Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder und Plastiken sind von ihr zumeist im Privatbesitz. Ihr zu Ehren fand am 3. September die Vernissage zu einer Ausstellung statt, bei der eine große Bandbreite ihres Schaffens zu sehen ist. Bei weitem nicht alles, was es gibt. Immer wieder kamen Menschen auf Eberhard Jasinski zu, der die Ausstellung im Saalhaus des Kolditzer Schlosses initiiert hat. Bürgermeister Matthias Schmiedl ließ es sich nicht nehmen, zur Ausstellungseröffnung mit vor Ort zu sein, kannte er Irmgard Sander doch viele Jahre persönlich. So freut er sich, dass hier ein Gedenken an ihr Wirken in Kolditz ins Leben gerufen wurde. Da kamen auch die Sänger der Liedertafel aus Kolditz gern und lieferten so die Umrahmung für den Auftakt zur Ausstellung. Die Besucher, unter denen auch einige Nachkommen der Künstlerin waren, bestaunten mit Begeisterung die Vielfältigkeit der Motive und Stile, die hier aktuell zu sehen sind. Porträts, Tierbilder, Aktbilder, Muldelandschaften, gezeichnet mit Kohle, Bleistift oder auch Aquarellfarben. Die Bandbreite ist riesig. Jana Sander aus Dresden ist eine der Enkelinnen von Irmgard Sander und erinnert sich noch gut an ihre Großmutter, die sie oft in Kolditz besuchte. Erstens, dass sie immer irgendetwas zu tun hatte, dass die Zeit nie gereicht war, dass immer Besuch war in diesem Haus, dass immer irgendjemand geklingelt hat, die Oma auch für jeden Zeit hatte, sich das auch mal alles angehört hat. Und man irgendwann abends dann erschöpft den Tag beschlossen hat nach dieser Energieleistung. Doch Irmgard Sander war nicht nur durch ihre Bilder bekannt. Als großer Tierfreund hat sie sich zahlreiches tierärztliches Wissen angeeignet, mit dem sie in der Region vielen Bauern half. Zudem arbeitete sie einige Zeit in einem Rechtsanwaltsbüro. Auch hier erlangte sie viel Wissen, mit dem sie den Menschen half, die sich keinen Rechtsbeistand leisten konnten. Nach dem Krieg konnte sie zudem mit ihrer Kunst die Familie ernähren. Sie malte beispielsweise Porträts von Krotewohl und Ulbricht, die dann in Clubhäusern hingen. Auch später engagierte sich Irmgard Sander noch in vielen Bereichen. Man war sehr tierlieb, also die Tiere lebten auch mit im Haus. Und ansonsten, muss man sagen, hat sie natürlich ihre Leidenschaft als Künstlerin schon ausgefüllt. Und das Zweite war, dass sie sich sehr stark auch gesellschaftlich engagiert hat, was es den Denkmalschutz anbelangt. Sie hat dann einfach auch geguckt, was eben so in der Stadt gestaltet wird, wo man intervenieren muss, wo man eventuell auch mal versuchen muss, die Leute zu überzeugen, dass man das Fachwerkhaus eben nicht abreißt. Und dann hat sie natürlich wirklich auch ein offenes Ohr gehabt. Also wenn jemand Hilfe brauchte, dann hat sie sich das auch angehört und hat versucht, da vielleicht auch irgendetwas zu organisieren. Die zahlreichen Tiere, die sie selbst hatte, dienten natürlich auch oft als Vorlage für ihre Arbeiten. Ebenso wie das tägliche Leben bis zuletzt einer ihrer Inspirationen blieb. Und eines war Jana Sander noch besonders wichtig zu erwähnen. Ohne Opa wäre das alles nicht möglich gewesen. Der Pädagoge Fritz Sander war sehr geduldig und unterstützte seine Frau so gut er konnte, baute beispielsweise Rahmen für ihre Bilder oder schrieb die Bildunterschriften für Ausstellungen. Gemeinsam mit ihr und den beiden Söhnen zog er 1943 von Dresden nach Sermut. 1956 zogen sie schließlich nach Kolditz, wo sie bis zu ihrem Lebensende blieben. Wer noch mehr aus dem Leben und Schaffen von Irmgard Sander erfahren will, der ist noch bis zum 31. Oktober herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besichtigen. Ein Besuch, der sich lohnt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 16 Uhr.